Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem kurzen Infovideo von mir. Und zwar geht es um den Zwischenstand im Ranking fürs nächste Projekt. Genau. Ich werde jetzt bald die letzte Mission von Command & Conquer spielen. Und ich habe euch ja gesagt, bevor die letzte Mission losgeht, werde ich euch nochmal einen kleinen Zwischenstand geben. Und hier ist er nun. Ich werde euch mal kurz die Spiele alle nochmal zeigen. Und zack, da sind sie nun. Und genau, dann würde ich sagen, ich habe mir so eine kleine Liste gemacht. Und da würde ich sagen, lese ich jetzt einfach mal die ganzen Punkte vor und stelle sie hier im Video dar. Also, es sieht momentan folgendermaßen aus. Dune 2000 ist immer noch der Spitzenreiter mit 4 Stimmen. Allerdings dicht gefolgt vom Tiberium-Konflikt von Command & Conquer mit 3 Stimmen. Danach kommen mit jeweils 2 Stimmen Dune 2 und Dune 2 Legacy, CNC Tiberium Sun, Alarmstufe Rot 2 und Empire Earth. Und als letzten Kandidaten habe ich leider für alle Tenshu-Freunde Tenshu Fatal Shadows mit 0 Stimmen. So, das ist jetzt erstmal so der Zwischenstand. Eine kleine Übersicht sozusagen. Und ja, ich würde sagen, das Voting geht noch eine Woche. Also ihr könnt auch weiterhin für das Spiel abstimmen, was ihr wollt. Alle Tenshu-Freunde können für Tenshu stimmen. Alle Real-Time-Strategy-Freunde können für die anderen Spiele stimmen. Das Voting ist nach wie vor offen. Und hier mein Call to Action. Stimmt ab, Freunde. Weil das ist wirklich wichtig für mich, auch das zu spielen, was ihr ja am meisten sehen wollt. Ne? Ich habe auch noch ein paar Twitter-Stimmen mit reingebracht, also ich habe es auch auf Twitter veröffentlicht und ja, das ist jetzt hier so die Zusammenfassung aller Stimmen und ja, dann würde ich sagen, hierbei mein Appell an euch zum Call to Action, nochmal stimmt ab und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wir sehen uns dann bei Command & Conquer bei der letzten Mission und ja, würde ich sagen, tschüss.